Was haben wir denn da? Ein kleiner Pollack ist das. Oder ist ein kleiner Wittling? Heb ihn raus. Nicht ihn. Ey, du hast einen Wittling gefangen, das ist ja noch schöner. Der schmeckt sogar. Manchmal freut man sich über einen verhältnismäßig kleinen und unscheinbaren Fisch mehr als über einen dicken Pollack oder Köhler. Besonders dann, wenn es nicht um Sportfischen, sondern um Kochtopfangeln geht. Und dieser Wittling, den meine Tochter hier gefangen hat, ist einer der schmackhafteren der Dorschfamilie. Das hast du richtig gemacht. Ja. Super. Damit will ich nicht sagen, dass Pollack oder Köhler schlecht schmecken. Sie schmecken einfach wenig aromatisch. Der Pollack im wahrsten Sinne des Wortes geschmacklos. Schmeckt nach nichts. Für Kinder oder Leute, die eigentlich keinen Fisch mögen, ideal. Denn er lässt sich in jede Richtung veredeln, wie der Koch sagen würde. Optisch lassen sich übrigens die Filets von den Dorschartigen kaum unterscheiden. So ist zum Beispiel oft fraglich, aus was eure Fischstäbchen und Fischburger wirklich bestehen. Wittling, was unterscheidet ein Wittling? Zum Pollack zum Beispiel, weil das sieht halt dem Pollack sehr ähnlich. Der Wittling schimmert metallisch mehr bronzefarben, der Pollack mehr messingfarben. Die Seitenlinie ist halt auch braun, beziehungsweise dunkel wie beim Pollack. Allerdings macht die nicht so einen extremen Knick wie beim Pollack. Hier ist ein richtiger Haken drin beim Pollack normalerweise. Das Maul ist bei dem Wittling oberständig, also das heißt, der Oberkiefer ist länger als der Unterkiefer. Das ist beim Pollack auch umgekehrt. Die Augen beim Pollack sind wesentlich größer. Dann hat hier der Wittling recht scharfe kleine Zähnchen. Jedenfalls ist das ein wesentlich schmackhafter Fisch als eben der Pollack. Aber es ist nicht ganz großer, oder? Was haben wir? Wir haben Pollack. Ja. Die Pollack sind halt ein bisschen kampfstärker. Hier fährt ein Pollack. Ja, ist ja gut. Ein bisschen kleiner, der Pollack. Hier sieht man sehr schön, dass im Gegensatz zum Wittling unterständige Maul des Pollacks. Beziehungsweise der Unterkiefer ist länger als der Oberkiefer. Und eine Pollack-Königin. Bisschen unterernährt wird er fast, obwohl hier so viele Futterfische sind. Ich kam gar nicht dazu, meine Angel glatt zu machen, denn ständig hing irgendwas an der Angel meiner Tochter. Welche Methode unter diesen Bedingungen so erfolgreich war, das zeige ich in einem späteren Video. Das rumpelte aber gewaltig. Das sah nach einem dicken Dorsch aus. Auch der auf dem Teller eine Delikatesse. Die Spannung stieg. Aber leider, in Anführungszeichen, ein dicker Pollack. Ja, ich weiß, liebe Kritiker, meine Tochter muss noch den behutsamen Umgang mit den Fischen lernen. Dafür könnt ihr euch inzwischen ihren Drillstil abschauen. Blutet der? Nee. Schöner Pollack. Lassen wir mal wieder schwimmen. Am Abend hatten wir dann neben einigen Beifängen diese drei schönen Wittlinge für die Pfanne. Alle um die 50 cm, was für diese Fischart schon recht ordentlich ist.